Hallo ihr Lieben, heute geht es mir um das Uto-Phänomen. Das Uto-Phänomen, das tritt sehr, sehr gerne bei Hitze auf oder wenn überhaupt die Körpertemperatur erhöht wird. Und da es ja jetzt schon wieder anfängt warm zu werden und ich selber schon wieder unter dem Uto-Phänomen gelitten habe, wollte ich euch dazu nochmal ein gesondertes Video machen. Ganz ausführlich bin ich darauf in meinem Buch Fatigue und Uto-Phänomen eingegangen und daraus möchte ich euch jetzt erst einmal etwas vorlesen, damit ich mich nicht vertue. Das Uthoff-Phänomen wurde 1890 von Wilhelm Uthoff, einem deutschen Augenarzt, als temporäre Verschlimmerung der Symptomatik bei Patienten mit einer Sehschwäche beschrieben, als diese sich körperlich anstrengten. Weitere Forschungen zeigten auch eine Verschlechterung bei verstärkter Hitzeeinwirkung. Das Uto-Phänomen kann bei allen möglichen Krankheiten auftreten, die mit beschädigten Markscheiden der Nervenfasern einhergehen, wie zum Beispiel eben auch bei MS. Als Uto-Phänomen im weiteren Sinne wird auch die vorübergehende Verschlechterung neurologischer MS-Symptome bei einer Erhöhung der Körpertemperatur, zum Beispiel bei Fieber, also das ist nämlich auch nicht zu verachten, dass man bei Fieber, bei Infekten auch mit dem Uthoff zu tun haben kann, bei heißen Bädern oder eben auch in der Sauna oder draußen, wenn es sehr heiß ist. Betroffen sind mehr als 80% der MSler. Als Ursache wird auch hier eine temperaturbedingte Verschlechterung der Leitfähigkeit demyelinisierter Axone angenommen. Weil es von einem Erkrankungsschub abgegrenzt werden muss, bleibt das Uto-Phänomen als heute klinisch bedeutsam. Eine Verschlechterung des Zustandes von MS-Patienten aufgrund von Hitze oder Anstrengung wird auch als sogenannter Pseudoschub bezeichnet. Das heißt also, bei Hitze ist es möglich oder eben bei den erwähnten Auslösern ist es möglich, dass bekannte MS-Symptome auftauchen, die man also schon kennt, zum Beispiel kribbelnde Hände, kribbelnde Füße. Bei mir geht das sogar so weit, dass es zu Sehstörungen kommt, weil mein linkes Auge ja mal blind war und der Sehnerv gestört ist. Meine Beine werden ganz schwammig und zittrig und ich werde ganz schlapp und mir wird's übel und mir wird's einfach ganz fürchterlich elend. Und man muss eben wissen, dass das eine Abgrenzung zum normalen Schub ist. Also wenn man diese Symptome bei Hitze bekommt, gehen sie in der Regel auch bald wieder weg, wenn man diese Situation verlässt. Wenn man also zum Beispiel draußen gesessen hat und es war zu heiß und man geht in einen kühlen Raum und streckt vielleicht die Handgelenke noch unter kaltes Wasser und versucht sich runterzukühlen, was Kaltes trinken, dann verschwinden die Symptome in der Regel auch. Und das ist eben dieser große Unterschied zu einem normalen Schub, bei dem die Symptome ja mindestens 24 Stunden anhalten, sondern es ist dann dieser Pseudoschub, der aber nichtsdestotrotz sehr unangenehm ist. Er muss nicht behandelt werden mit Cortison, sondern man muss wirklich einfach diese warme, heiße Situation verlassen und muss gucken, dass man sich eben abkühlt. Ja, das Uto-Phänomen im Überblick. Hohe Temperaturen beeinflussen die MS-Symptomatik. Viele MSler fürchten die große Hitze im Sommer und das zu Recht. Es gibt aber auch MSler, die mit der Hitze keine Probleme haben, so wie es MSler gibt, die mit der Kälte Probleme haben und andere nicht. Das ist bei jedem anders, aber wie gesagt, 80% der MSler haben mit der Hitze Probleme. Ja, und manche MSler lieben die Hitze eben auch und fürchten dafür vielleicht die Kälte. Wichtig für euch zu wissen ist es noch, dass das Uto-Phänomen keine Einbildung ist, sondern wie eingangs beschrieben, es tatsächlich eben mit einer Schädigung zu tun hat. Und es ist wichtig, auch für die Angehörigen wieder, dass man uns in dem Moment wieder ernst nimmt, denn uns geht's wirklich grottenschlecht. Bei mir kommt dann immer noch eine Fatigue hinzu und wenn man eben alle möglichen Symptome hat und noch dazu eine Fatigue hinzukommt, man nicht laufen kann, man nicht mehr richtig denken kann, dann ist das alles andere als schön. Und das kann einem sogar auch in warmen Räumen schon so gehen. Und das ganze Hitze-Kälte-Empfinden ist ja bei MSlern oft gestört. Und auch, dass man zum Beispiel was Heißes an den Händen nicht spüren kann, weil die Hände taub sind, das ist ja alles ziemlich vertrackt und ziemlich schwierig. Und deshalb ist es eben wirklich notwendig, bei Hitze sich in irgendeiner Form zu schützen. Ich habe mir so eine Kühlweste gekauft, die auch recht teuer war. Die ist auch sehr, sehr gut. Diese Kühlweste muss man in kaltes Wasser legen und dann saugt sie sich voll und wird kühl. Man drückt sie dann wieder aus und sie ist dann auch nicht irgendwie nass. Die ziehe ich jetzt zu Hause nicht so gerne an, weil sie auch relativ schwer ist.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen dringenden Arzttermin im Hochsommer habe, dann ziehe ich die sehr wohl an. Und auch wenn das komisch aussieht, dass man mit einer Weste durch die Gegend läuft, während andere nur ein Trägerkleidchen anhaben, egal. Ich muss ja gucken, dass es mir irgendwie gut geht. Zu Hause habe ich im Sommer meistens kalte, nasse Handtücher um mich herum geschlungen und über die Handgelenke nochmal um Hals, Nacken. Das hilft mir und ja, eben möglichst Kühlräume aufzusuchen und nicht zu gucken, dass man so lange in der Sonne sitzt, sowieso nicht. Ja. Das war's jetzt mal auf die Schnelle. Ich hänge euch noch ein paar Grafiken dran, die auch nochmal die Fatigue erklären. Und es gibt von mir noch ein Video auf YouTube, das das UTOR-Phänomen nochmal erklärt, anders erklärt, als ich es jetzt tue. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Das verlinke ich euch ebenfalls. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like natürlich sehr freuen und auch über ein Abonnieren meines YouTube-Kanals. Teilen ist wie immer erlaubt, denn nur so können wir eine Aufklärung betreiben und können auch anderen MSlern, die diese Symptomatik noch nicht kennen, vielleicht Angst haben, dass sie einen Schub haben, und auch unseren Angehörigen erklären, es gibt die UTOF-Symptomatik und sie ist sehr ernst zu nehmen. Man kann sie willentlich nicht beeinflussen. Wenn sie da ist, ist sie da. So, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen, ähnlich wie bei der Fatigue. Okay, dann macht es alle gut und ja, lasst es euch so gut wie möglich gehen und kühlt euch ab und trinkt was Schönes Kaltes. Macht es gut, bis dann. Tschüss. I've been waiting for this moment. Must have been waiting for some kind of sign. There was something.